berühmteste Maus der Welt hatte einen Auftritt in vielen Videospielen. Besonders Ende der 80er und Anfang der 90er gab es gefühlt Dutzende und die meisten waren eigentlich ziemlich gut. Nicht zuletzt hatte Mickey mit The Magical Quest einen klasse Einstand auf dem Super Nintendo. Wie sieht es bei diesem Spiel hier aus? Was taugt Mickey Mania für Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde von Traveler's Tales entwickelt und 1995 von Sony Image Soft veröffentlicht. Das Spiel erschien auch für den Mega Drive, für das Sega CD Add-on und auch 1996 für die PlayStation 1. Dort allerdings unter dem Namen Mickey's Wild Adventure. Das Gameplay des Spiels ist eigentlich schnell zusammengefasst. In diesem Plattformer begleitet ihr Mickey durch verschiedene Epochen seiner Zeichentrickabenteuer, wobei diese sich eher auf die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts konzentrieren. Mickey kann dabei springen und mit eingesammelten Murmeln Gegner erledigen. Sind diese euch ausgegangen, hilft aber auch meistens ein beherzter Sprung auf den Kopf. Bei den Bewegungsarten erwartet euch also jetzt nichts großartig Besonderes, was aber auch vollkommen okay ist. Der eigentliche Star sind die Level. Diese sind optisch nämlich sehr genau an den Vorbildern angelehnt. Ihr startet so zum Beispiel im schwarz-weißen Steamboat Willie von 1928, besucht den verrückten Doktor aus 1933 und so weiter. Euch erwarten insgesamt 7 Welten plus einen finalen Level, der keine Zeichentrickvorlage hat. Vor jedem Filmwechsel wird euch sogar kurz eingeblendet, in welchen Werk ihr nun eintaucht. Verschiedene Filme sind dabei in mehrere kleine Abschnitte eingeteilt, zwischen denen eine kleine Ladezeit vorkommt. Das finde ich persönlich aber sehr schön, da so die Rücksetzpunkte nicht immer sehr weit entfernt sind und man ein prima Gefühl hat, etwas geschafft zu haben. So unterschiedlich wie die Level aussehen, spielen die sich auch. Manche Umgebungen, wie zum Beispiel die Kletterbohnen-Level, sind eher auf kleinere Rätseleinlagen ausgelegt. Aber keine Angst, sehr anspruchsvoll sind diese nicht und beschränken sich eher auf das Rumschieben von Kisten und so weiter. Gewohnte Kost also. Andere Level sind eher auf Geschicklichkeit ausgelegt und so muss man den herumfallenden Knochen der Skelettgegner gut ausweichen. Die Steuerung ist auch sehr gut umgesetzt und steht euch nie im Wege. Klingt alles bisher super, oder? Das Spiel hat einen für mich aber allerdings unverständlichen Haken. Es gibt weder ein Passwortsystem oder ein Speichersystem. Das Spiel ist jetzt nicht super lang, aber es ist schon nervig, immer wieder von vorne einsteigen zu müssen. Glücklicherweise gibt es aber alternativ einen Level-Auswahl-Cheat. Außerdem ist die Optik zwar super, aber leider sind ab und zu benutzbare Plattformen nicht von normaler Hintergrundgrafik zu unterscheiden. Das kommt aber zum Glück nicht allzu häufig vor. Der Schwierigkeitsgrad ist meiner Einschätzung eher im oberen Gebiet anzusiedeln. Über die Grafik muss ich glaube ich nicht viel sagen. Wie ihr schon die ganze Zeit sehen konntet, ist diese wunderschön und gehört definitiv zum Besten, was das Super Nintendo zu bieten hat. Die verschiedenen Zeichentrickvorlagen wurden perfekt eingefangen. Die Entwickler gingen sogar so weit, dass sie originale Sets der Zeichentrickfilme 1:1 in das Spiel übertragen haben. Die Musik passt dabei stets zum Optischen und das hat alles so einen bestimmten Disney-Vibe. Technisch kann man bei dem Spiel also überhaupt nicht meckern. Was taugt Mickey Mania für Super Nintendo also heute noch? Ich wundere mich, wieso nicht öfter über dieses Spiel gesprochen wird. Es ist wunderbar. Es hat zwar ein paar kleinere Schwächen, Stichwort Sichtbarkeit von Plattformen, aber gehört auf jeden Fall zu den besten Plattformer-Titeln für das System. Es entfaltet einfach einen super Spielflow. Das war der Test zu Mickey Mania für Super Nintendo. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.